Not in New York, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer Runde von Mansi Backen oder wie ihr es auch immer nennen möchtet. Heute zum dritten Advent, heute Vanillekipferlinge. Ich habe ein Rezept aus dem Internet rausgesucht. Wenn ich dran denke, ist das Rezept unten verlinkt. Und ich versuche wirklich dieses Mal ordentlich das Rezept zu machen. Nächstes Mal wird wieder ein bisschen übertrieben, aber dieses Mal wird versucht, das auch ordentlich zu machen. Und dazu brauchen wir Mehl, Butter, Mandeln, die eigentlich gemahlen werden sollen, aber ich nur gehackte habe und keine neuen kochen möchte. Süßer Zucker, ganz viel Vanillezucker und Puderzucker. So, wie gesagt, dieses Mal backen wir mit chefkoch.de und da brauchen wir diesmal 250 Gramm Mehl. Ich habe mir ein kleines Rezept ausgesucht, weil es gibt auch welche mit 500 Gramm Mehl und 4 Gramm Butter und sowas, aber das ist, glaube ich, übertrieben. Wir wollen es erstmal kosten. So, 250 Gramm Mehl ungefähr. Kommen jetzt wieder in unseren schönen Topf. In unseren Backtopf. Wir brauchen 210 Gramm Butter, also ungefähr hier so. Würde ich mal schätzen. Wenn ihr einverstanden seid, dann sagt nichts. Gut, das finde ich gut. Ja. Ah. Doch, ist richtig. Ich dachte gar nicht, ich habe 150. Aber wenn ihr so hier anguckt. Seht ihr bloß 150, das ist bei gerade nicht scharf, tut mir leid. Ah, hier steht 150, aber ich habe einen kleinen Strich vergessen. Deswegen, ah, das passt schon, das passt. So, jetzt halt 100 Gramm gemahlene Mandeln rein. Ich habe aber leider nur gehackte und gemahlene habe ich jetzt nie gefunden, beziehungsweise wollte auch jetzt nicht extra überall rumfahren, um welche zu kaufen. Ich weiß nicht, wie viel hier drin sind. Hier steht irgendwie nichts drauf. Doch, 100 Gramm. Ich würde mir schätzen, wir machen nicht viel rein. Ich habe jetzt nicht viel reingemacht, weil es sind gemahlene Charakter. Und die sind etwas größer und ich glaube, das ist nur wegen Geschmack so. Sollen die mit rein. Und jetzt sollen 80 Gramm Zucker noch. Ich habe aber gerade Vanillezucker geholt. Das sind zwei Päckchen. Baum 2. Jetzt hier rein. Also es gibt verschiedene Rezepte. Es gibt welche, da kommt das gar nicht rein. Da gibt es Rezepte, da kommt viel rein. Da gibt es Rezepte... Ja, sonst was alles. Und ich habe mich jetzt für eins entschieden, wo zwei Päckchen rein sollen und eins zum Wenden ist. Und jetzt gerade mal 80 Gramm Zucker. Also, wird zwar schwer abzuschätzen, aber ich glaube, das kriegen wir schon. Und ich glaube, das sind so 80 Gramm. Man könnte auch noch ein kleines bisschen mehr, dann wird es ein bisschen süßer, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, sieht ziemlich viel aus. Und jetzt soll das Ganze einfach nur untergemischt werden, verknetet, im Kühlschrank 30 einwickeln und 30 Minuten, ach du Scheiße. Naja, dann sehen wir uns wieder, wenn das hier erstmal durchgeknetet ist und dann in den Kühlschrank kommt. So, der Teig ist jetzt durchgeknetet. Was mir aber sofort auffällt, der ist ganz klebrig, der ist viel klebriger als die anderen. Kann es sein, vielleicht ist Butter anders oder vielleicht soll er so sein, bin ich mal gespannt. Vom Geschmacklichen ist er echt geil. Also das schmeckt richtig, richtig geil. So, jetzt soll man den ein bisschen ausrollen. Ich glaube in 4 cm ungefähr. Genau, in 4 cm soll man den irgendwie so zu einer Rolle formen. Da muss ich mal gucken. Ich habe auch gerade schon überlegt, vielleicht kann ich ja auch danach, wenn das im Kühlschrank ist, schon mit dem anderen anfangen. Also mit dem, was nächste Woche kommt. Weil der muss auch nochmal im Kühlschrank ruhen. Und ich glaube immer, es ist keine schlechte Idee, wenn ich das dann schon mal mache. Und ich überlege gerade, was überhaupt 4 cm waren. Ich glaube, das hier sind schon mal 4 cm. Mensch, das war gut abgeschätzt. Jetzt rolle ich das hier so langsam drauf. Das bleibt sofort hängen. Ich weiß nicht, ob mich das dann später umdrehen wird. Ah. Eingewickelt die lange Wurst.
und gucken, wo im Kühlschrank Platz ist. So, das war nicht schön Platz. Aber ich würde mal sagen, ich mache in der Zeit einen anderen, weil der dauert auch nochmal, wie gesagt. Und da sehen wir uns gleich wieder bei dem Video, wenn ich fertig bin mit dem Trocknen, also halbe Stunde, das heißt, ja, noch eine halbe Stunde. So, nachdem meine Küche jetzt ganz versaut ist und der Innenkuchen, Kuchen, die eben jetzt schon fertig sind, bauen wir den mal aus. Naja, wie ich dachte, hängt ein bisschen. So, das ist er. Schneiden wir mal eine kleine Ecke ab zum Kosten. Gut, der ist gut geworden. Und jetzt müssen wir die hier ein bisschen in 2 bis 4 cm abschneiden. Ich muss überlegen. Oh, erste Sache geschafft. Jetzt kommt die Sache, wir müssen die nach Kipferlingen formen. Und Kipferlinge sind ja hier so ein bisschen abgerundet. Sunshine brings the light, fill me out with a flame. I will let you in this game. Kleiner, aber ich glaube mal, die sehen schon ganz okay aus. Jetzt machen wir schon mal den Ofen an. Die sehen eigentlich ganz okay aus, ich habe nichts dagegen. Ich habe Angst, das zu essen. Ich habe immer noch Angst, dass es Reste sind von den davorigen. Und die werden jetzt erstmal in den Ofen geschoben und dann bereiten wir schon mal noch was anderes vor. So, zum Vanillekipferlingen gehört natürlich auch ein Überzug und den machen wir jetzt. Ich habe mir jetzt hier Puderzucker, ein Päckchen Puderzucker steht da. Aber ich würde mal sagen, wir machen den Päckchen, wir müssen mal hier gucken, was hier überhaupt noch gut ist. Oder der ist nämlich schon lange bei mir und deswegen siebe ich den, weil sonst habe ich zu viele große Klumpen. So, ich finde es irgendwie richtig geil, so ein Puderzucker, wenn er richtig gesiebt ist. Ich finde das so richtig sexy. So, jetzt machen wir Vanillezucker rein. Zwei Päckchen steht da. So, jetzt werden wir so lange warten, bis die ein bisschen goldgelb sind. Die sollten nicht braun werden, die sollen goldgelb werden. In der Zeit versuche ich schon mal hier ein bisschen aufzuräumen. Das, glaube ich, dauert ein ganz kleines bisschen. SOS, 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 Leute. SOS. Ey, ich frage mich, was hier falsch gegangen ist. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen. Wir versuchen das trotzdem jetzt irgendwie scheiße zu retten, aber ich glaube mal nicht, dass es so gut geht. Und zwar nehmen wir uns hier das hier
nein, was ist denn hier passiert? Viel zu viel Butter drin. Aber ich habe doch weniger Butter genommen als vorher. Das ist heiß. Ah! Scheiße! Damit es irgendwie nach irgendwas aussieht. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein bisschen fest. Also geschmacklich sind sie schon mal okay. Die Scheiße ist bloß, dass die eben zerlaufen sind. Wenn die jetzt so fest bleiben, kann man die ja... Na gut, Leute. Ihr habt gesehen, es ist was geworden. Es ist scheiße geworden. Großes SOS-Alarm. Ich hoffe, das wird noch mal ein bisschen feste. Scheiße sehen sie aus, okay. Und da würde ich sagen, freut euch auf nächste Woche, da wird es schon geil. Ich hoffe nur, die werden was. Aber das hatte ich letztes Jahr auch gehabt mit normalen Plätzchen, dass sie einfach zu laufen sind. Da ist so viel Butter drin. Aber ich habe ja weniger Butter. Ihr könnt ja mal gucken, was falsch war. Ich kann euch das Rezept mal kurz vorlesen. 200 Gramm Mehl, 210 Gramm Butter, 100 Gramm Mandeln, 80 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker. So. Alles zusammenkneten und in den Kühlschrank legen. Ja. Das war's. Gut, Leute. Mir ist egal. Sind für mich. Die nehme ich jetzt nirgendwo mit hin. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.